Dennis Bornhöft. Sehr geehrte Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Nicht erst die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie wichtig ein qualitativ hochwertiges, verlässliches Gesundheitssystem für uns alle ist. Und in Schleswig-Holstein haben wir im Vergleich zu den meisten anderen Nachbarländern oder Bundesländern die Pandemie und ihre Auswirkungen bis heute relativ gut überwinden können, wenngleich die Pandemie noch nicht beendet ist. Und zu dieser besseren Situation in Schleswig-Holstein haben vor allem die Bürgerinnen und Bürger beigetragen, welche sich stets vorbildlich der Situation angemessen verhalten haben. Vorbildlich ist auch bis heute die hohe Durchimpfung in Schleswig-Holstein. Und auch das freiwillige Maskentragen weiter in Supermärkten wird auch einen Teil dazu beitragen, dass das Gesundheitssystem nicht weiter überfordert wird. Denn eines ist ganz klar, trotz Öffnungsschritten, trotz weitreichender überwiegender Normalität, sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kliniken bis heute stark gefordert und stark belastet. Und deswegen muss ich das, was von der AfD hier gesagt wurde, dass es so darstellen ist, als sei jetzt da alles wieder halbwegs in Ordnung und ist entspannter, muss ich entschieden zurückweisen. Das ist nicht der Fall. Die Situation in den Kliniken ist weiterhin sehr angespannt. Und zwar vor allem auch in den Normalstationen. Und das müssten wir im Blick haben bei allen gesundheitspolitischen Entscheidungen, die wir hier auch im Landtag treffen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und für dieses weiterhin bestehende außerordentliche Engagement der Belegschaften spreche ich im Namen der FDP-Fraktion unseren Dank an die Pflegekräfte, an die Ärztinnen und Ärzte, aber auch natürlich an die Servicekräfte, die den Klinikbetrieb aufrechterhalten, aus. Ganz ausdrücklichen vielen Dank. Und ich bin froh, dass wir auch als FDP, aber auch andere Organisationen und Parteien auf Bundesebene den Vorschlag einer erlösunabhängigen Grundpauschale für die Kliniken in den Ampelkoalitionsvertrag einbringen konnten. Denn damit wird die Finanzierung des Personals endlich erleichtert. Neben den so wichtigen Faktoren einer durchfinanzierten, funktionsfähigen, vor allem auch verlässlichen Gesundheitsversorgung in Schleswig-Holstein haben wir Jamaika-Fraktionen unseren politischen Beitrag für eine bessere Gesundheitsversorgung im Land geleistet. Beim UKSH haben wir es auch gemeinsam mit der Opposition gemacht, wofür ich wirklich ausdrücklich dankbar bin in den letzten 5 Jahren, die ich selbst miterlebt habe, dass wir bei unserem Maximalversorger das immer einhellig und einstimmig mit den demokratischen Fraktionen gemacht haben. Das ist sehr wichtig für Schleswig-Holstein. Dankeschön. Zu Beginn der 19. Legislaturperiode, da war uns bei den Jamaika-Koalitionsverhandlungen auch klar, den Status quo im Gesundheitssystem, wie wir ihn hatten, den wollten wir so nicht unbedingt beibehalten. Wir wollten es innovativ im Rahmen von Landesmöglichkeiten weiterwickeln und fit für die Zukunft machen. Neben einem Landeskrankenhausgesetz, wie war das letzte Bundesland, das noch keines hatte, der Abschaffung des Schulgeldes in den Gesundheitsfachberufen oder einem neuen Rettungsdienstgesetz, um einige der vielen Initiativen zu nennen, haben wir aber auch einen Fonds für Innovation auf die Beine gestellt, über deren Ausbau und Fortschreibung wir heute debattieren, den Versorgungssicherungsfonds. Und da schon vieles zu gesagt wurde, möchte ich auch noch mein Augenmerk auf einige wenige der vielen tollen Projekte richten, wo ich mir auch persönlich wünsche, dass möglichst viele davon auch in die Regelversorgung rübergehen. Darauf kommt es nämlich an. Wir entwickeln hier durch Leuchtturmprojekte, machen Best Practice. Bei einigen wird man noch feststellen, die Idee war gut, aber doch irgendwie nicht so praktikabel. Das gehört halt auch irgendwie dazu. Und auch aus diesen Fehlern zu lernen und besser zu werden. Und diesen Ansatz, den wir dort gefahren haben, finde ich wirklich ausdrücklich gut, nicht nur in der Gesundheitspolitik, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und auch insbesondere im Kontext der Pandemie ist für mich besonders wichtig der Bereich der Telemedizin, der Teleberatungsprojekte, auch für Weiterqualifizierung in diesem Bereich. Von der Diabetesambulanz zum Beispiel, ich glaube, da hat Frau Kollegin Bohn schon gerade gesprochen. Wir haben aber auch ein Weiterbildungsprogramm bei der Hospizinitiative Neumünster, wo Freiwillige und Pflegeheimmitarbeiter durch Hospitation geschult werden. Gesundes Helgoland, wir haben Inseln und Halligen, auch Inseln in Schleswig-Holstein. Da müssen wir besonders, ja, die Pinneberger Abgeordnete Frau Krämer war gestern noch da. Frau Raudi ist auch von dort. Jetzt klaut ihr mir gerade die Redezeit, liebe Kolleginnen und Kollegen. Also, da 500.000 Euro reingesteckt, um dort Sektoren über Grenzen besser arbeiten zu können, auch auf der einzigen deutschen Hochseeinsel,
Und mit dem Hausärzteverband haben wir auch einige Projekte zum Thema Telemedizin im ländlichen Raum gemacht. Das ist gut und das sollte bitte auch in der nächsten Legislatur definitiv fortgeschrieben werden. Ich gehe davon aus, dass die meisten das so sehen. Ich kann aber zusichern, wenn die FDP weiter regiert, wird es definitiv weitergemacht. Das bringen wir zumindest in die Koalitionsverhandlungen ein und auf diese Gespräche würde ich mich prinzipiell auch freuen und freue mich über Ihre Aufmerksamkeit zu diesem Tagesordnungspunkt. Dankeschön.